CD-Seite Big auf T und damit willkommen in der Pistol und willkommen auch an Venom. Einen wunderschönen guten Tag natürlich auch von meiner Seite. Jetzt geht's nach vorne. Syrson versucht auch schon die Bombe zu legen und DH schafft es auch instant ihn dazu. Die Nines. Oh, schöne Flexi auf jeden Fall. Ich bin übrigens bei. Ja gut, jetzt ist es zu spät, das Ganze anzupassen. Das singen wir gleich nochmal. Aber wir machen es gleich auf jeden Fall. 19, 18, 17, 16. Ja, ist ziemlich genau. Ich bin, glaube ich, einen kleinen Ticken, aber ist alles gut. Ich werde mich natürlich anpassen, dass ich heute so ein bisschen, nee, ich bin einen Ticken hinten. Ach so, okay. Ich werde natürlich gucken, dass ich heute auch ein bisschen analytischer bin, damit die Player-by-Play-Teile auch gerne bei dir sind. Okay. So, meine Damen und Herren, auf geht es. 1:0 für die Sprösslinge. Damit natürlich ein guter Start hier auf dem Mirage. Wichtig, dass man natürlich sofort gegen das Team von Big punkten kann. Aber wie es weitergehen wird, das wird sich natürlich jetzt erst zeigen. Ja, der Aufbau ist in Richtung A gesetzt. Wir sehen es da mit der Bombe. Zu viert geht man in Richtung A und da steht nur DH. Der muss da echt aufpassen, muss ein bisschen abwarten, hoffen, dass sein Team schnell genug verschieben kann. Und Snatchy oben für Heaven, auch der sitzt leider nicht. Das wäre ein guter Entry gewesen. So, damit geht es auf jeden Fall weiter. Nochmal den nächsten rausgeholt. Wunderschön gespielt. Kito und Syrson, die letzten beiden Überlebenden. Aber da kann selbst ein Syrson mit seinem Rohr nichts machen. Hier sehen wir wieder einmal die zweite Runde für Sprout. Speedy als einziger Spieler down gegangen. Ja, und Dennis, der hat sich echt verändert, ey. Er ist sehr dunkel geworden auf jeden Fall. Und ja, damit 2:0 für Sprout. Leute, das mit dem Ingame-Sound. Ich sehe es, was ihr schreibt. Ich bin dran. Rasten Sie nicht aus, ich bin dran. Auf jeden Fall. Was ist denn los? Der ist zu leise, er ist sehr, sehr leise. Das konnte ich vorhin nicht testen, weil wir den Cleanfeed zu spät eingeschalten haben. Aber jetzt den ist ziemlich leise, ja. Die ist alles ein bisschen wenig da. Ja gut, musst du schauen. Also ja, wichtig, ne, vor hin. Allen Dingen, dass du Soundspur Skype hast für mich. Ja. So, Dennis wird auf jeden Fall jetzt hier schon wieder fündig. Xantaris hat P2Fifi nochmal rausgeholt. Faven, zack, zack, zack. Also die Runden werden jetzt hier wirklich super fast gespielt und die Sprösslinge machen damit das 3:0 klar. Die Frage ist, wie viele Waffen verliert man? Notizian ist in der Lage, vielleicht noch eine zweite mitzunehmen. Ah, damit auch Shot von Faven, der das Ding beendet. 3:0 für Sprout. Jetzt sagt mal, ob es besser ist. Ich habe den richtigen Regler gefunden. Jetzt müsste es laut sein. Venom ist krass zu laut. Ja, das war jetzt natürlich klar. Dann mal hier rein. So. Genau. Check mal alles. Check, check. Wir werden das alles schon auf die Reihe kriegen. Gut. Jetzt klingt's für mich schön. Schreibt mal in den Chat, ob es für euch auch schön klingt. Und damit 3:0. Sprout macht erstmal einen guten Start gegen Big. Also der erste Kontakt ist ihnen gelungen auf dem eigenen Map-Pick. Und Speedy jetzt hier zu sehen mit ein paar Granaten in die Mitte. Die verwirft er leider. Macht ihm aber erstmal nichts. So, jetzt zieht sie ja natürlich nach vorne gegangen. Zack, nimmt schon mal den ersten raus. Und dann kriegt aber Dennis trotzdem wieder den passenden Refrig. Also wichtig, dass man hier auf jeden Fall sich direkt von Anfang an gegen Big auflehnt, um zu zeigen, dass sie hier nicht nur auf den Server gegangen sind, um irgendwie mitzuspielen, sondern die sind auf den Server gegangen, um die ESL One Cologne hier auch mit am Start zu bringen. Sprout war ja auch jetzt längere Zeit im Bootcamp. Dementsprechend, man sollte vorbereitet sein. Handtapsen jetzt auch für die Mitte so ein bisschen allein unterwegs. Kito kann ihn zwar unterstützen, aber man muss aufpassen, wo man jetzt in Richtung Sprout auch voragieren möchte, ob es Richtung B gehen soll oder Richtung A. Wir sehen Tapsen jetzt im Inneral und Syrson, der die Mitte mit unter Kontrolle halten muss. Also erste Fullball-Runde für Big, das ist natürlich die Runde, mit denen sie gerne auch selber in die Partie starten würden. Syrson auf jeden Fall einen schönen Entry gesetzt gegen DH. Das heißt, man hat hier auf jeden Fall eine 2 gegen 1 Vorteilssituation, in Anführungszeichen, was die Mannstärke-Dezimierung angeht. Und jetzt möchte man Richtung B. Dennis schließt Xantaris aus. Der Punkt ist, wir wissen natürlich, dass Dennis jetzt vom B-Spot weg ist und der ist relativ offen. Ja, und da kommt man jetzt auch echt komplett problemlos rauf. Syrson kann einfach blenden. Erst jetzt kommt Dennis mit dem Molly. Der ist ein Stück zu langsam. Und deswegen wird Syrson da auch nicht wirklich bedrängt werden von diesem Molotow. Und Speedy, der ist noch in den Kitchen. Diesen Molo dürfte er gehört haben, dass Syrson da gebrannt hat. Schönes Timing, aber Syrson ist einfach schneller und gewinnt das Duell. Ja, und damit auf jeden Fall Dennis rausgenommen. Jetzt gibt es nur noch die AWP, die sie natürlich trennt. Snatchy muss jetzt hier zeigen, aus welchem Holz er geschnitzt ist. Und ja, die Problematik ist erst so weit weg. Und das wird natürlich extrem schwierig hier, vor allen Dingen auch ohne Diffuse-Kit irgendwie zu punkten. Das heißt, der Pole muss safen gehen, bringt das lange Rohr mit in die Runde Nummer 4. Und die erste Runde für Big konnte schon mal eingeschrieben werden. Ja, immerhin auch direkt da für Big den Start zu setzen, nicht zu weit abzufallen. Es muss einfach ein spannendes Match werden. Das muss einfach ein richtig, richtig gutes Match zwischen beiden Teams sein. Ich möchte einfach keines der beiden Teams hier überfahren sehen. Also sowohl Big als auch Sprout sollten meiner Meinung nach echt auf einem guten Level sein. Ich hoffe, Sprout hat sich jetzt auch in dieser Player Break vor allem mit dem neuen Spieler arrangiert, mit Snatchy. Der war ja bei der Meisterschaft gerade neu dabei.
hat jetzt also einige Wochen Zeit gehabt, beziehungsweise eben dann im Bootcamp in den letzten Wochen vor allem zu trainieren, um die Teammentalität oder die Teamstärke, die Teamsynergie zu verbessern. Und jetzt sehen wir das erste Mal das Doppel-AWP-Setup bei Sprout direkt in Runde 5 mit Faven und Snatch. Ja, und das ist auf jeden Fall auch eine gute Reaktion, dass man sofort natürlich versucht, das Spiel zu variieren, das Spiel zu verändern, sich nicht zu sehr auf eine Richtung irgendwie einzulassen und ja, damit versucht man vor allem jetzt auch hier mit der Doppelmitte quasi sofort eine Aktion zu starten. Faven, die hat die Mitte oben, Underground wird schon gecheckt und das heißt eine komplette Mittekontrolle für die Sprösslinge und damit können sie natürlich irgendwann dann Richtung Spots verschieben. Ja, und jetzt DH, das ist eine fiese Position, er steht da auf der Leiter ganz oben drauf, um hier so ein bisschen den Highground zu haben und gegen Palace zu halten. Jetzt hatte ich kurz einen Lag. Ich hoffe, das ist uns nicht komplett geassynkt, aber die Runde machen wir erstmal. Jo, kriegen wir auf jeden Fall hin. Da zieht man sich natürlich erstmal ein bisschen zurück. Vor dem A-Spot wird man jetzt gleich anklopfen und der wichtige Mann wird natürlich Tizian sein, der dann den B-Spot für sich alleine erspielen muss. Entweder natürlich, um dann später als Backstabber zu fungieren und die Rotationswege abzuschreiben oder letztendlich jetzt hier natürlich als Ablenkungsmanöver und das sehen wir ja auch, schöne Molotow ausgesetzt und jetzt versucht er natürlich irgendwie auf den Track zu gehen. Problem ist nur, es sind zu wenig Granaten und er muss den haben, aber er kriegt den nicht, Dennis, mit dem wichtigen Kill. Ja, bitter. Ihn, dass er da das, den Frag dann nicht machen kann. Christian kommt rum, Köpfchen ist zu sehen. Und auch da nicht ganz drauf gewesen. Jetzt weiterhin der Zugriff Richtung B, aber Tapsen auch vor A noch unter Kontrolle. Und wir sehen hier, alle vier stehen da in einer Linie und wollen jetzt drauf. Ah, Kito erstmal mit dem Teamkill. Ich glaube, du machst mal kurz die Runde zu Ende. Ja, aber jetzt ist sie schon bei mir vorbei. Okay, die ist nice. Snatchy nochmal drauf. Ersten AWP-Shot, zweiten noch dahinter gesetzt. Ja, schön gemacht. Double Kill ist da. Und bei mir leckt der Cleanfeed immer mal wieder so ein, zwei Sekündchen. Deswegen werden wir hier gerade asynchron. Das ist problematisch. Ja, aber lassen wir uns nicht von unterkriegen. Mach erstmal weiter. Ich werde als Unterstützung dienen. Und dann sagst du mir gleich Bescheid, bei welcher Sekunde du bist. Jo, Match ist gerade pausiert. Das ist gerade gut. Dann würde ich eben einmal eine Sekunde lang das Ding neu starten, dann müssten wir auch beide, wenn wir beide neu starten, wieder auf der gleichen... Können die Leute auch mal eine wunderschöne Kameraqualität jetzt sehen? Oder bist du einfach auf... Ich bin einfach auf den Idle-Screen gegangen. Ah, so ist das. Müsste ja sonst okay, so schnell meine Hose gut wieder anziehen. Ich war auch gerade nackt. Deswegen hab ich mich schnell angezogen. So. Gut, jetzt sehen wir natürlich keine Zeit, aber jetzt bin ich wieder drauf. Sieht auch gut aus. Ansonsten hätten wir ja noch den Taker-Feed, wenn es gar nicht möchte. Kriegen wir hin. So, bei mir ist übrigens die Zeit Match-Paused. Ja, eben bei mir auch, deswegen, das können wir gerade. Nein, ach Mensch. Ja. Bruder. Bruder, was los? Also, wenn im so, wir kriegen das Ganze hin. Wir sind auch übrigens schon bei der schnellen Arbeit, dass wir ein Corona-konformes Studio auf die Reihe kriegen, liebe Freunde. Also die nächsten Tage sollte es wahrscheinlich auch wieder nebeneinander funktionieren mit den Richtlinien und die nehmen wir ernst. So, 10, 9, 8... Was sagst du? Okay, du bist genau eine Sekunde zu langsam, also ungefähr eine Sekunde hinter mir. Ah, es passt perfekt. Aber halt. Dann musst du einfach mal so ein bisschen hinterher casten, denn ich bin der Zukunftsmeisterplayer für euch. MP Brother. So, und da sehen wir es jetzt. Also, schwierige Runde für Big. Sie haben wieder kein Geld, müssen auf Pistolen zurückgreifen. Sprout führt mit 4:1, kann sich bisher wirklich gut positionieren, gut auch die ersten Runden mitnehmen auf dem eigenen Mapic. Ich betone es immer wieder. Sprout möchte Mirage auch auf alle Fälle aufs Konto bringen und Tizian jetzt mit den ersten Versuchen ein bisschen in die Smoke zu ballern. Ja, und das ist halt einfach wichtig, dass man jetzt natürlich irgendwo Picks setzen kann. Vor allen Dingen auch ein guter Schritt, dass man hier frühzeitig das Timeout gewählt hat, um schlussendlich sich dann nochmal neu zu koordinieren. Weil dieser Start ist wichtig. Ne? Du willst nicht instant ins Lower Bracket gehen. Und ich sag mal, man hat schon 100 Mal gegeneinander gespielt und man möchte natürlich gerne das Ding abräumen. Und Tapsen schafft es jetzt auch hier in dieser Runde schon mal den ersten Frag gegen Faven zu vollziehen. Ja, schöne Entry, damit mit den Pistols schon mal viel Schaden rauszunehmen. Das war die erste AWP, die da gefallen ist. Aber so erstmal nicht das Problem. Dennis und Speedy können nachsetzen, Tapsen und Xantaris aber mit dem Mitte-Push erfolgreich. AWP gesaved für Tapsen. Und das sind so Runden, die tun doppelt weh, wenn die daneben gehen. Also Sprout muss aufpassen jetzt, dass man hier nicht überlaufen wird. Und Tizian, nächster Klick hier in die Pitcher. Ja, und jetzt hat man hier wirklich eine sehr, sehr gute Runde. Tapsen alleine gegen zwei. Er hat nur noch 16 AP, aber der große Vorteil, er hat eine AWP. Und mit der AWP kannst du eigentlich punkten, aber Snatchy hat die Ansage bekommen, dass sein Spieler low ist und sein Gegenspieler low ist und dementsprechend nimmt er ihn da raus und damit auch die wichtige, wichtige fünfte Runde für Sprout. Es ist ein sehr geiler Start für die Sprösslinge. Aber wirklich, also sie müssen tatsächlich echt, also gerade aufpassen, die Jungs bei Big, dass ihnen diese frühe Phase nicht völlig aus den Händen gleitet. Klar, viele Comebacks und sowas immer wieder drin. Wir haben es vor allem auch vor kurzem erst bei der DreamHack gesehen. Da kann man auch ein 15-7 noch umdrehen und gewinnen oder ein 14-7. Aber
du möchtest einem Sprout als, und das muss man so klar sagen, als Underdog nicht die Möglichkeit geben, ein richtig gutes Momentum zu finden. Dürson, der zweite wäre noch krass gewesen, aber nur ein 2-1 Trade. Ja, keine Frage. Und genau das, was du ansprichst, man möchte es einfach nicht, dass man diesen Moment bekommt. Der Punkt ist aber einfach, dass du natürlich auch als Weltranglisten-Erster, die jetzt die 1000 Punkte klar gemacht haben, gegen einen vermeintlichen Underdog, gehst du halt auch gerne mal auf Gesichter. Wir wissen, dass Sprout halt einfach super gut spielt und sie haben einfach das mentale Momentum hinter sich, weil sie ganz klar sagen, wir können hier nur gewinnen. Big kann hier sehr, sehr viel verlieren. Das ist alles. Ein Versuch da, die Smoke ran, hat auch einen Kontakt bekommen. Möchte jetzt einfach planten. Ne, er faked es an. Rechne damit, dass einer CT ist. Faven ist das und der hat ein gutes Timing, wenn er da jetzt rumzieht. Aber nein, Kito passt auf, hat den Rücken von Xantaris und der Vorteil liegt bei Big. So, und damit heißt es jetzt hier, das 2 gegen 3 irgendwie auszuspielen. Und vor allen Dingen sehen wir Dennis, der einen weiten Laufweg gewählt hat, aber vielleicht damit auch für die Überraschung sorgen kann. Problem ist, Speedy müsste die Granaten von Dennis haben. Damit könnte man viel besser initiieren. Kito hat vor allem nach hinten noch abgeaimt und ja, das wird schwierig. Also da musst du wirklich überlegen, wie du das Ganze ausspielt. Speedy hat es sogar nochmal geschafft, einen Molotov durchzubringen, aber da gehst du nicht mehr auf Runde. Ja, ich denke auch, Dennis wird da von hinten vielleicht noch einen Track mitnehmen, trifft aber Kito leider nicht und dementsprechend jetzt hier das 5:2 und an der Stelle möchte ich euch auch natürlich noch einmal an unseren Coverage-Partner Betway erinnern mit den aktuellen Quoten, die es für dieses Match gibt, Big gegen Sprout und da sieht es aktuell folgendermaßen aus, Big mit 1,15 wirklich der klare Favorit bei den Buchmachern, 4,3er Quote bei Sprout und die führen gerade mit 5:2. Ja, sowas ist halt auch mal locker flockig drin, muss man ganz klar sagen. Natürlich sollte Big hier am Ende die Nase vorne haben, aber wie schon angesprochen, man muss ja auch sagen, Kito und Sjursson haben früher bei Sprout gespielt und das ist einfach der große Faktor, dass du natürlich hier unglaublich viel kennst von deinen Mates und dann auch so diese Mentalität hast, ach komm ey, die haben damals, die schießen wir um, weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Ist bei dir eigentlich auch gerade Zeitlupe? Ja, komplett. Okay, alles klar. Ja, gut, dann liegt es am Ding, dann liegt es am Ding, nicht an Das ist wirklich so, als würde jemand die ganze Zeit auf der Pause. Auf der Pause, genau, kurz drücken, Pause, ne? Spammen irgendwie. Ja, genau. Okay, aber vielleicht klar. In der Halbzeit, dass wir mal auf den Taker-Feed gehen, weil der läuft immer. Der läuft immer flüssig. Immer. Okay, dann kannst du mir den gleich mal schicken. Bitte. Jo, mache ich dann. Auf jeden Fall schauen wir jetzt, dass wir die Halbzeit noch durchbekommen, Freunde. Wir können leider nichts ändern. Also das liegt tatsächlich am Cleanfeed, wenn es bei uns beiden laggt, können wir nichts machen. Aber jetzt ist es wieder flüssig, jetzt sind wir wieder back in business. Mitte runter wird Aggression gegeben von Big. Tizian mit dem ersten, Xantaris mit dem zweiten, aber den kriegt er nicht. Der und Faven machen hier Action, das ist viel zu viel Schaden. Um Gottes Willen, Big verlieren die jetzt gegen Pistols, 2-on-2. Ja, und das heißt, ja, bei mir ist anders, mach weiter. Dennis oben drauf hat eine AK, 1-on-1 gegen Tapsen. Wichtigstes Duell jetzt, wenn er das gewinnt, aber es hat Tapsen auf dem Schirm und holt ihn aus Underpass raus. 3:5, aber die Runde war mehr als knapp und da hätte Big sich echt gewünscht, das etwas deutlicher runterzuspielen. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz auf die Kamera und werden dann mal kurz den anderen Feed ausprobieren, weil es sind wirklich noch so viele Runden, das bringt ja nichts. Beziehungsweise du kannst dir schon mal den Link schicken und dann versuchen wir es dann auf die Reihe zu kriegen. Okay, dann lasse ich so lange jetzt nochmal kurz den Clean Feed laufen. Genau, lass den Feed mal laufen, guck mal, dass du den Link schon mal ready machst und dann werden wir versuchen zu wechseln. Weil das ist, also bei mir ist jetzt auch gerade absolute Lag-Show. Aber schade. Ich hoffe mal, dass wir das gleich auf jeden Fall erledigt kriegen. Liebe Freunde, wie gesagt, das liegt leider Gottes nicht in unserem Interaktionsradius. Aber wir werden natürlich versuchen, so schnell wie möglich eine Alternative für euch zu finden. Habt das ein bisschen Verständnis. Sowas kann man leider Gottes auch vorher nicht testen, weil das einfach, was sah bis dato eigentlich ziemlich gut aus, um es mal so zu umschreiben. Jo, hab's dir geschickt und werde jetzt selber versuchen, ihn zu öffnen. Dann kriegt ihr ihn auch direkt live mit. Der müsste auch dann immer für uns aktuell sein. Damit switche ich jetzt einmal kurz auf die Kamera, damit ich das eben aktualisieren kann. Jetzt ist der sogar komplett, jetzt ist komplett VLC abgestützt. Schade. Schade. Das über VLC. Schade, schade. So, und den musst ich du jetzt einfach im Browser aufgemacht. Genau. Deswegen. Das ist einfach ein optionaler so. Feed. Sprout hat damit jetzt 16:12 gewonnen. Nein, das war ein Spaß, liebe Freunde. Was meinst du, wie zählt jetzt die ersten sind, Alter? Boah, da fliegen Heugabeln, ne? So, und dann wäre ich auch direkt wieder drauf und bin live in Runde Nummer 9. So. Geht's bei dir? Bei mir ist alles gut, ja. Gut. 14, 15, 13, 12. Okay, dann mache ich Pause. Aber gleich wäre. Ja, genau. Ich sag's gleich nochmal, jetzt ist gerade die Zeit weg. Ja, alles schade. B-Stream Bandits, just Texter hier. Ah, der Text-Guy! Woo!
mein Liebling. Bei der ESL, das ist echt immer geil. Da sind ja ein paar Leute hinten dran, die immer die Overlays mit quasi live bearbeiten und ein paar Sachen von den Zuschauern und Fans mit integrieren. Und das ist der wurde vom englischen Twitch-Chat zum Text-Guy quasi genannt. Und deswegen begrüßt er jetzt die Zuschauer schon mal als Text-Guy zur ESL One Cologne. Perfekt. Nice. Can you count? Yes. 38, 37, 36, 35, 34. Okay. Passt so, nicht? 31, 30, 29. Ja, jetzt 28. Ist eine halbe Sekunde, das passt. Gut, haben wir's. Läuft. So. Gut, also Freunde, mal, ne, kennen wir ja nicht anders, dass man sich erstmal mit den Clean Feeds rumstreiten muss. Entschuldigt da bitte auch erstmal die Unannehmlichkeiten, aber wir haben ja noch einige Maps vor uns. Und dementsprechend werden wir auf jeden Fall heute noch ein wunderschönes Match sehen. Dennis steht auf jeden Fall jetzt bereit. Da wird jetzt einiges auf den B-Spot kommen. Dennis, schon mit dem großen Rotz, aber schafft es nicht, den Frack hier zu machen. Ja, schade, Snatchy hat ihn dafür unterstützt. Jetzt aber Dennis nochmal oben rauf. Da ist Kito mit zwei Fracks hinterher. Das war ein Collateral. Hinten Richtung Bench. Er hat einfach beide umgehauen. Und jetzt 2 gegen 2. Die Runden sind so knapp, Mann. Ja, und das ist jetzt wirklich schwierig. Jetzt muss DH natürlich irgendwie mit der AWP den Winkel gut halten. Xantaris hat auch vor allem die Bankposition. Man sieht oder man hat keine Ahnung, ob sie natürlich Richtung kurz kommen oder nicht. DH jetzt zusammen mit Speedy. Das Ganze auszuspielen wird nicht leicht. Jusson geht nah dran, finde ich sehr, sehr gut. Und DH trifft einfach. Einfach ganz knapp nochmal in die Silhouette rein. Jetzt versucht Xantaris mit einem Peak da beide rauszunehmen. Speedy aber zu schnell. Und der Diffuse ist definitiv drin. Mit 5 Sekunden kein Problem. 7. Runde Sprout. Und sie erarbeiten sich den Vorteil immer weiter. Hier zumindest schon mal die Halbzeit klar zu machen. Auch auf der CT-Seite. Was eine der starken Seiten hier auch auf dieser Map für Sprout ist. Mit fast 60%. Zumindest in diesen Recent Statistics. Ich werde die immer wieder aufgreifen. Dazu aber wie immer zu sagen, die Statistiken beziehen sich auf Matches vor der Player Break. Dementsprechend da natürlich auch noch so ein bisschen Veränderung zu erwarten. Alter, ich war gerade so komplett lost, ey. Irgendwie war der Sound sowas von delayed und ich dachte mir, was ist denn da los? Und dann hatte ich einfach noch den anderen Key so offen und hatte den Sound falsch, ey. Ja, das ist da schade. Waren einfach Diffuses und weiß ich nicht was und schick mir was zur Hölle. So, jetzt geht's die Mitte auf jeden Fall hoch. Tapsen möchte natürlich irgendwie so ein bisschen Aggression zeigen. Wir sind hier in der Mitte, wir wollen die Mitte anspielen, so ein bisschen damit natürlich Sprout dazu zwingen, die Mitte nicht zu ignorieren. Und jetzt wird Jusson erstmal mit Raketenstart vorgeschickt. Ah, Dennis findet den ersten Frag. Es sind in dem Falle wieder Pistols. Also Big muss sehr viel in diesen Economies arbeiten. Snatchy trifft einen immerhin. Ist ein Stück wenig natürlich, wenn man dafür bedenkt, dass jetzt die AWP verloren gegangen ist. Speedy hat aber da einen schönen Winkel, mit dem man nicht rechnet. Und das ist der nächste Frag für ihn. Jusson alleine zwar mit AWP, aber von allen Seiten wird er belagert. Nee, da machst du auch nichts. Da gehen sie auch instant vor, lassen sich da überhaupt gar nicht auf irgendwelche Spirenzien ein, dass er sich in eine gute Position setzen kann. Und das ist die erste Halbzeitführung. Also Sprout hier mit dem 8:3. Und ich denke mal, da hat man sich auf jeden Fall was anderes vorgestellt. Hier ein Timeout-Call von den Sprösslingen, also auch interessant, obwohl man die Runde gewonnen hat, um wahrscheinlich jetzt hier wirklich für sich einen richtigen Weg und ein richtiges Mittel zu finden. Sehr, sehr guter Start für Sprout. Mal gucken, inwieweit sie diese Leistung halten können, was Big dagegen macht. Ich finde es auch interessant, trotz des Rundensiegs ein Timeout von Sprout zu sehen, die hier in Führung liegen, aber trotzdem sich diese Minute geben, um hier eventuell gewisse Sachen zu adaptieren, zu adjustieren. NK, der Coach, der bei Sprout ja im Hintergrund dabei ist und da wahrscheinlich auch so ein bisschen seine Calls noch mitgeben wird. Und bei Big, ja. Sehr wahrscheinlich, ja. Tobi. Das bringst du auf den Punkt. Ja, genau. Ja, jetzt hat man zumindest wieder Geld bei Big. Also kompletter Kauf, auch mit Utility ist das gut. Und die AWP bei Sjursson. Es ist bisher kein schlechtes Spiel von Big. Das darf man jetzt nicht überstrapazieren. Das sind gute Runden, die sie gespielt haben. Sprout einfach den Ticken besser. Aber hier ist noch lange nichts entschieden für alle, die jetzt schon traurig sind. Wir haben 3 Maps vor uns oder mindestens 2 und auch diese ist noch nicht entschieden. So, Tapsen auf jeden Fall ein Entry gegen Faven gesetzt. Das heißt, es zieht das Ganze wieder im 5 gegen 4 auszuspielen. DH wird auch nochmal angehittet, also gerade ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Druck auf ihren Schultern. Xantaris nochmal mit dem Spray Richtung Ticket, hat ihn da ganz woanders eingeschätzt. Aber Sjursson, der bekommt nochmal einen und das heißt hier eigentlich für Sprout fast schon die Waffen durchzubringen. Denn geldtechnisch ist man jetzt auch nicht perfekt ausgestattet, dass man hier locker flockig mal runterkaufen kann. Ja, glaube ich auch. Also ey, richtig geil. Hast du das schon gesehen auf dem Radar, wenn die Spieler schießen, dass man richtig den Tracer sieht, wohin sie schießen? Gab's das nicht schon? Das habe ich bisher noch nicht wahrgenommen. Gar nicht. Kann sein, dass es neu ist. Ich habe es schon gesehen, aber tatsächlich schaue ich nicht so oft auf die Map, wenn sie schießen. Aber es ja, ich war auch gerade, ich hab auf die Map geguckt, weil halt an der T-Base Dingens stand, Dennis. Ah, okay. Und da das Duell hatte. Deswegen habe ich mich gewundert, warum auch der Observer da nichts gemacht hat. Das sieht ja, also das muss ich jetzt mir gleich nochmal genauer angucken. Es ist auf jeden Fall der Safe. Es ist auf jeden Fall der Safe. Jock.
Haben sie direkt mal wieder was von Valorant gelernt. Ach, da ist das auch so. Oh, krass. Ja, guck, siehst du 7-7? Ja, du? Ja. Hast du gesehen? Ja. Sieht richtig geil aus, Mann. Nice. Also klar, der Pfeil indiziert das ja natürlich auch irgendwie, aber es unterstützt das Ganze nochmal ein bisschen. Das ist neu. Habe ich bisher noch nicht wahrgenommen. Das hätte ich safe im Kopf gehabt. Schon ewig, echt? Ich hätte auch gedacht, dass es das schon gab, aber ich, wie gesagt, not true. Da habe ich wahrscheinlich auch noch nie drauf geguckt. Wenn Dingens ist, Das ist schon ewig so. Echt? Ich bin so weich in der Birne, Minus Rap einfach instant, ey. Ich habe so viele Matches gesehen. Krass. Ja, Freunde, es gibt's schon ewig. Ich wollte euch nur mal darauf aufmerksam machen, wie detailgetreu hier diese Karte ist. Und hier gibt es jetzt auch noch im Underground ordentlich auf die Backen. Dennis mit einem, aber der Reefback kommt sofort. Damit natürlich Favor für die Terror-Side. Ja, 4 gegen 4 Aufbau in Richtung B so ein bisschen zu sehen, wenn man die Minimap beobachtet. Die Bombe liegt da etwas oberhalb von den Treppen zu Underground. Tizian passt natürlich auf, während Snatchy trotzdem nochmal ein Entry setzen kann und von oben, krass, wie hat Tubson den denn rausgefischt? Snatchy hat ihn nicht gesehen und Tubson von unten einfach aus Window rausgenommen. Favor nochmal mit dem Refrag 2-on-2, was sind das denn für spannende Runden? Ja, hier geht's wirklich heiß zur Sache, jetzt vor allen Dingen Favor auch schon Close Distance, der versucht erst mit der ABT, wow. Dann kriegt er das mit der M4 in den zweiten Spieler hinten, Xantaris komplett runtergebratzt dadurch, um Gottes Willen, ey. Alle beiden einfach low gemacht. Xantaris sieht aber da die Füße an der Smoke. Jetzt im 1 gegen 1. Xantaris, die Klatschmaschine. 12 HP auf die Tracer. Aber TH hat mehr Leben. Eine Kugel reicht. Die trifft er auch. ABP safe und die 9. Runde auf Seiten von Sprout. Ja, und die freuen sich auf jeden Fall. Also muss man ganz ehrlich sagen, was die jetzt alles an Runden da rausholen können. Klar, für Big kommt gleich erst noch die City-Side. Die ist manchmal natürlich ein bisschen angenehmer. Aber grundsätzlich ist das hier für die Sprösslinge ein sehr, sehr guter Start, um schlussendlich sich gegen den Weltrang ersten durchsetzen zu können, gegebenenfalls. Da sehen wir es nochmal, Tapsen, da hat er wirklich schön reinsprühen können und haben viel Schaden gemacht. Und an der Stelle einfach mal eine Ratsche an euch da draußen. 5023 Zuschauer, erste Map, erstes Match, ESL One Cologne. Ihr seid mit über 5000 Mann dabei. Vielen lieben Dank für den Support und schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ja, ist halt auch wirklich ein Wahnsinns-Match. Zweimal Deutsch, zweimal ESL One Cologne, also da geht wirklich gar nichts drüber uns. Also da muss halt natürlich, wirklich, da muss gucken. Jeder, der Bock auf Counter-Strike hat, muss das natürlich schauen. So, dementsprechend schauen wir mal, in welche Richtung sich das jetzt hier noch weiterentwickeln wird. Tapsen auf jeden Fall die Mitte sehr, sehr zügig für sich erschlossen. Kito kommt jetzt schon super fast auf den B-Spot. Man hat also dementsprechend den richtigen Spot gefunden. Und Abfahrt. Ja, das war sehr, sehr gut. Also da zu 14 A-Spot leider der falsche Gamble. Und Big, die Runde ist safe. Da wird auch nicht mehr viel passieren. Sprout wird 4 Waffen durchbringen. Es geht ja in Richtung letzte Runde der ersten Halbzeit so langsam, wo man auch versucht, das Geld auf jeden Fall aufrechtzuerhalten. Für Big ist das eine super Runde. Im Normalfall sollten sie es flawless gewinnen. Also kein Geld, was sie verlieren, nichts, was sie ausgeben müssen. Auch sich da selber nochmal etwas besser zu positionieren. Und damit die 5. Runde auf dem Konto. Immerhin noch ein wenig Schadensbegrenzung. Aber die Halbzeit ist auf jeden Fall auf Seiten von Sprout sehr, sehr gut beendet worden. So, Speedy schreibt übrigens gerade auch, also Speedy im Chat, Speedy354. Ich hatte eigentlich Tickets, um dabei zu sein. Wer hatte denn alles Tickets? Schreibt mal plus in den Chat, damit wir da gleich so ein bisschen die Trauer noch mit euch zusammen erleben können. Und da kommen einige plus. Ach du Heilige. Ich hatte auch Tickets. Sad. Du hattest Tickets? Tatsächlich, du weißt doch gar nicht, ob du casten musstest, du Dreck. Ja, aber ich habe trotzdem, ich will das nicht verpassen, ich habe die trotzdem. Du ein Schlumpf, weil Alter, ich weiß, dass ein paar meiner Mates immer auf jeden Fall Tickets wollen und wenn ich dann nicht hin kann, dann gebe ich die denen einfach. Achso, okay, alles klar, ich war gerade geschockt, Alter. Nein, das mache ich mal, ich hab die dann immer und wenn dann jemand, wenn ich Mipo, dann... ich bin krank. Genau, und wenn ich dann caste, dann vergebe ich die an meine Mates und dann freuen die sich auch. Richtiger Ehren-René, Alter. So, auf jeden Fall geht's jetzt Step by Step nach vorne. Das ist eine Passion, ey. Und Xantaris, zack, mit dem ersten gegen DH. Wichtig. Wichtig, dass Big jetzt diese letzte Runde auch noch mitnimmt. Ja, Snatchy trifft nochmal einen. Also immerhin ist 1-1. Trading und das Timing, Mann. Xantaris gerade die Nade rausgezogen, aber er stirbt nicht dafür. Das heißt, das ist schon mal nicht so schlimm gewesen. Speedy verbrennt und holt dafür noch Syrson. Der 1-1-Trade bleibt da für Big und jetzt Faven. 1-on-3. Ersten hat er. Schöne Trigger-Disziplin Richtung Palace. Zweiten auch. Und jetzt das 1-on-1. So smart, man hat es auch schon gemerkt in der ganzen Aim-Bewegung und so weiter von Faven, wie... Oh, der Move, Alter! Oh, sorry, ich bin übersteuert. Oh. Tizian, wunderschön. Ey, von Faven, ey, das war sowas von geil gespielt, Mann. Er hat es super fast, ist er ins Palace gegangen, weil er wusste, dass er jetzt gleich vom Connector angegangen wird. Mit der Flashbang rausgegangen, war sich aber gar nicht sicher, dass er nicht gesehen worden ist. Ey, Hammer-Move da in dem Augenblick. Hat nicht geklappt, am Ende trotzdem ein sehr knappes Halbzeitergebnis. 9-6. Wir sind gespannt, wie es gleich weitergeht. Ja, kurze Pause, 2 Minütchen Werbung, dann sehen wir uns wieder. Bleibt dran, bis gleich.
Ein herzliches Willkommen zurück. Wir sind auf Mirage mit der wunderschönen Kamerafahrt Back in Business. Zweite Halbzeit und Sprout macht eine gute Show draus. 9-6 führen sie aktuell gegen Big und an meiner Seite ist der etwas verblüffte Venom wahrscheinlich. Einen wunderschönen guten Tag. Was heißt verblüfft? Ne? Das ist genau der Faktor, den ich eben schon angesprochen habe, dass halt Sprout so ein bisschen den mentalen Faktor an sich hat. Und ich denke mal, dass sie, wenn sie das vernünftig verwerten hier, gegebenenfalls Big schon mal auf der ersten Map ein Bein stellen kann. Aber wir wissen, dass Big, egal bei welchem Spielstand, immer zurückkommen kann. Und das haben sie ja wirklich auch ultimativ bewiesen, auch vor allen Dingen gegen OG nach einem 14-8 Rückstand haben sie noch 16-14 gewonnen. Großartig, auf jeden Fall da nochmal. Großartig. Yeah, important question. If Shroud joins Sprout, would it be Shroud or Sprout? Können wir abstimmen. Das ist natürlich, das ist top ESL-Content. So, Nummer 48 der Welt übrigens. Krass. Ich dachte, Sprout wäre etwas weiter oben in Richtung Top 30. Aber haben natürlich da ein paar Plätze verloren in der Player Break, wo sie ja keine Turniere gespielt haben. Auch Attex zum Beispiel ist ja an ihnen vorbeigezogen im World Ranking. Und das werden sie sich jetzt auf jeden Fall versuchen zurückzuholen. Wir haben aber eine technische Pause aktuell, das heißt, das Spiel startet noch nicht. Zeit aber, um euch mal unsere kurze Betway-Einblendung noch zu zeigen. Mit Gobbi, dem Legendengott. Der auch hier in Cologne übrigens... Hoppala, ist alles gut? Das war meine Kamera, zum Glück warst du nicht auf der Kamera. Achso, okay, ich habe nur gerade gedacht, du bist umgefallen oder so. Es klang wirklich als ob du vom Stuhl gefallen bist oder so. Du glaubst nicht, was ich hier für einen Drahtseilakt habe, damit ihr keinen Flimmern habt, ey. Auf einem Salzstreuer, auf einer Tablettenpackung. Kein Spaß. Alles so irgendwie dazwischen, also gerade so sich die Waage hält. Perfekt. Ja, ist wirklich so. Ich habe schon den Stream auf den dritten Monitor gepackt, damit ich halt die Waffen erkennen kann, die auf den Spielern stehen. So. Ah, okay. So, let's go, ladies and gentlemen. Auf geht's, ab geht's in die nächste Runde und Tapsen, der macht in dieser Pistol zumindest schon bei den ersten Frag. Ah, erster Kontakt ist da, Big startet gut rein, die Pistole ist natürlich wichtig, um direkt wieder ranzukommen, Dennis, ein Refrag, das ist aber zu wenig, daraus wird die Runde nicht gewonnen werden, DH müsste jetzt ein One-on-Four klatschen und man weiß natürlich, wo die Bombe ist, die kann man jetzt super gut verteidigen und das wäre schon ein sehr gewagter Klatsch, wenn er das noch umdreht. So, das wäre wahrscheinlich wirklich muy fatal, wenn hier DH nochmal richtig eskaliert. Aber gut, Bombe, das ist auch vor allem der große Faktor, muss erstmal gepickt werden. Er bekommt eine USP, damit ist auch wieder alles drin. Ist quasi, wenn man es hart sagt, der perfekte Spieler, dreimal einen Klick und schon hast du was. Ein Pistol Rounds kann alles passieren. Also mit so einer USP kannst du an 1 gegen 5 klatschen, wenn richtig gut reingeht und du jeden Kopf triffst. Aber wie gesagt, die Bombe ist halt ein Riesenproblem. Er kann nicht einfach so irgendwo hin und planten und dann hoffen, dass sie in ihn reinlaufen. Er muss aktiv die Spieler finden und treffen. Oh, der Kopf gegen Tizian. Zweier Bär da jetzt noch. Da hat er Glück gehabt, dass er das überhaupt überlebt hat. Und DH, der lebt immer noch. Was ist denn da los? So, und jetzt muss er aber trotzdem erstmal noch die Frags machen. Das ist halt das Problem. Auch wenn er jetzt natürlich lange überlebt und survived, er muss natürlich irgendwie diese Spieler bekommen. Aber nein, er kriegt es da auch wieder nicht hin. Er ist auf 15 AP reduziert worden. Boah. Tizian ist nur ein Klick. Und die anderen beiden müssen halt Headshot sein. Ne? Anders funktioniert es nicht. Aber Sirson sagt, nein, 7. Runde für Big und damit ein sehr guter Start in die 2. Halbzeit. Hat noch ganz schön lange gedauert, aber Big hat die Runde, hat die Nummer 7 und jetzt muss Sprout entscheiden, forcen wir oder forcen wir nicht. Kein Bombplant, das heißt, das Geld ist eher schwach. Trotzdem sehen wir es immer mal wieder und hier sehen wir erstmal das Replay von Tapsens ersten schönen Klick da in der Mitte oben. Da hätte er fast alle drei haben können. Dann nochmal Kito mit dem Refrag. Und es ist kein Force bei Sprout. Finde ich gut. Finde ich tatsächlich gut, hier nicht zu riskant auf die ganze Situation zu spielen, sondern zu sagen, okay, lass es uns langsam angehen und dann in der dritten Runde Geld haben. So, mal gucken, wo es jetzt hingehen wird. Sirson mit einem sehr, sehr guten Timing. Bekommt da sogar schon mal den nächsten Spieler rausgenommen. Zack, nochmal auf den nächsten Frag. Aber das ist halt auch, ne? Man traut sich hier auf jeden Fall einige Duelle einzugehen, die man vielleicht in anderen Situationen nicht machen würde. Und Sprout ist natürlich auch ein Team, was sowas bestrafen kann. Ja, aber trotzdem, das ging relativ zügig. Nur eine Waffe verloren. Das ist eine Scout, die kostet nicht viel. Dementsprechend alles bestens. 8-9, jetzt kommt der Buy. Jetzt kommt das Geld bei Sprout und dann bin ich mal gespannt, wie sie hier direkt den ersten Kontakt oder beziehungsweise den ersten Zugriff mit Waffen spielen, was gegen Big möglich ist. Das ist ja eben die sogenannte Bonusrunde, in der Big normalerweise die schwächeren Waffen hat. Sehen wir jetzt hier wieder mit zwei MP9s und auch Kito, der hat nichts bisher. Da liegt noch eine Farmers. Also kein optimales Setup für Big und die Möglichkeit für Sprout, die Double Digits jetzt klar zu machen. So, auf geht's. Und dementsprechend jetzt hier erstmal Richtung B orientiert, stark aufgebaut. Da wird man sehr gebündelt natürlich nach vorne gehen.
Und das heißt, hier die größte Aufgabe wird Tizian zusammen mit Syrson bekommen. Syrson aber auch schon mit der AWP und die Molotov nimmt schon mal komplett Tempo raus. Also das nervt richtig, wenn du gerade diesen Zugriff gestartet hast oder starten wolltest. Und deswegen gibt es auch schon mal direkt eine Umrotierung, um letztendlich auch den Underground mal ganz kurz noch unter die Lupe zu nehmen. Aber ich denke, es wird hier höchstwahrscheinlich der B-Spot. Na, dann ist ein Speedy. Jetzt nochmal eben durch diesen Untergrund versuchen, da ein bisschen was zu holen, eventuell mit dem Boost ins Window. Das könnte jetzt ein super Timing gegen Xantaris sein. Währenddessen hat Syrson schon zwei Frags gemacht, und zwar auf dem B-Spot in Richtung Apps. Und das heißt, Snatchy hat die Bombe, aber ist alleine. Er kann nicht mehr auf sein Team vertrauen. Und jetzt geht es wahrscheinlich doch nochmal irgendwie in Richtung A. Dennis findet da auch die Eröffnung gegen Kito, und der hat jetzt eine super schöne Position. Ja, das ist eigentlich schon wieder eine Runde, die weg sein könnte. Vor allen Dingen hat auch Tapsen jetzt hier nochmal gleich die Kontrolle Richtung Mitte. Und das war ein wichtiges Duell. Auf diese Distanz natürlich mit der MP9 eine ganz gefährliche Sache. Dennis jetzt nochmal durchgepusht. Jetzt braucht er natürlich den Frag, bekommt ihn gegen Xantaris nicht. Und damit ist Snatchy hier natürlich in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Der hat auch irgendwo noch einen Shot irgendwie abbekommen, da gerade im Duell. Bekommt zwar das Duell gewonnen, aber es reicht nicht aus. Xantaris mit dem nächsten Double, mit der nächsten Runde 9:9. Damit hat Big den Ausgleich erspielt. Sprout wieder kein Geld, wird wieder sparen müssen. Ah, und schade, so schnell kann es gehen. Da hat man so eine gute erste Halbzeit gezeigt und so einen schönen Start. Aber Big ist direkt wieder dran und mit dieser Runde kann man Sprout überholen. Ja, wichtig, wichtig, wichtig. Und deswegen das 9:9 auf jeden Fall auch für Sprout natürlich ein bisschen Druck auf den Schultern. Vor allen Dingen, weil sie halt letztendlich auch das Geld jetzt haben, um dagegen anzustehen. Das heißt hier mit viermal Deagle, einmal P2Fifi irgendwie gegen die Big Boys ranzukommen. Aber Syrson, der fühlt sich gerade warm, und Syrson, der verschießt jetzt auch gerade nicht mehr. Schön von ihm hier die 2K. Ja, 2 auf B gerade die Runde geholt, jetzt 2 in der Mitte, auch die Runde wieder schön geöffnet. Gegen die Pistols da auch schnell Druck rauszunehmen, Dennis. Guter Move eigentlich, war ja schön rumgekommen, aber Syrson mit dem dritten Tapsen Nummer 1 gegen Dennis, und jetzt ist es Snatchy alleine gegen alle 5, und das könnte die erste Körbchenrunde des Tages werden. Nö, wird's nicht. Snatchy nochmal mit dem Respekt-Shot gegen Xantaris. So, aber trotzdem, Double Digits eingeholt, jetzt die Führung für Big, und Sprout muss natürlich jetzt loslegen und auch ihre eigenen Waffenrunden holen. Hier nochmal wunderschön zu sehen, wie Syrson dieses 2K in der Mitte gemacht hat. Natürlich sollten das eigentlich in Anführungszeichen Standard-Frag sein, aber so konstant, wie dieser Mann natürlich seine Shots trifft, wissen wir alle, das ist herausragend. Wirklich herausragend. Also, schönes Game bisher, sehr, sehr stark, was wir sehen. Und ich hoffe, dass es eben genauso spannend weitergeht. Snatchy jetzt in der Mitte, könnte gegen Syrson den ersten setzen, aber da kommen direkt die Granaten, um genau diesen Winkel kaputt zu machen. Xantaris jetzt Mitte hoch, und wenn er Snatchy hier rausnimmt, das wäre schon mies, aber er macht ihn. Snatchy hat ihn. Hervorragend, hat gerade Rodi Zai geschrieben im Chat, das finde ich auch sehr gut. Unser Rohr. Und jetzt Flash in die Mitte rein, und das heißt natürlich für Sprout erstmal diesen ganzen Bereich zu erschließen. Xantaris, wie schon angesprochen, rausgenommen. Jetzt muss Tabs natürlich aufpassen. Er kann die Mittekontrolle nicht bewahren, hatte da jetzt eine Position, um mit einer passenden Flashbang natürlich mal kurz peeken zu können. Aber jetzt könnte es hier natürlich kritisch werden. Also das geht jetzt wirklich um Timing, und Snatchy könnte es bekommen. Und er bekommt es, wichtig, gegen Kito das nächste Ding. Ja, Tapsen zieht nochmal in den Molotov rein, gewinnt das Refrag-Verhalten dann gegen Snatchy. Trotzdem bleibt die Überzahl bei Sprout. Stark. Und DH, wichtiger Headshot gegen Syrson. Damit ist der A-Spot erschlossen. Tapsen will die Mitte nochmal einnehmen, kriegt auch nur einen Frag. Und er lässt Tizian alleine im 1 gegen 3. Boah, es war so gut von DH reagiert, ey. Wie schnell er da raus. Es hat ganz genau gemerkt, dass natürlich viel Druck auf der Mitte liegt, dass da auch der Support natürlich von den Spielern rübergezogen werden muss. Und dann hat er wirklich das perfekte Zeitfenster gefunden, um aus dem Palace rauszukommen, um dann den Gratis-Frag abzustauben. Es wird auf jeden Fall im Hintergrund gechattet. Wir hören es, aber es wird halt nicht eingeblendet. Das würde mich jetzt gerade echt mal brennend interessieren, ob das jetzt nur eine Frage ist, wie viel HP hast du noch gehabt, oder ob da hart reingegiftet wird. Also natürlich Subs, ne? Natürlich. Ist natürlich auch immer schön in so einem deutschen Duell, wenn du zwei deutsche Teams am Start hast, die sich auch alle extrem gut kennen, die bestimmt oft gegeneinander scrimmen und keine Ahnung, auch so natürlich eine gewisse Beziehung haben. Dennis hat schon für Big gespielt, ist jetzt dann auch wieder bei Sprout zurück und dementsprechend da vielleicht auch so der ein oder andere Faktor, der da mit reinspielt, auch persönlicher Ebene in diesem Matchup. So, dementsprechend gucken, wo es hingeht. Und hier sehen wir es auch, eine Teamleistung auf beiden Seiten, 17 und 17 bei Syrson und Tapsen. Tapsen sogar eine 152er ADR, aber auch auf Faven, unser guter Herr, der zeigt auch gerade große Klasse, obwohl er sogar von den Frags her der zweitletzte ist auf Sprout, aber da sieht man immer wieder, Frags sind nicht alles, Schaden ist auch eine wichtige, wichtige Sache, und die hat er auf jeden Fall zu Genüge gemacht. Ja, genauso wie Tapsen, also mit den 152,
Auch das natürlich starke Stats. Da sieht man jetzt auch hier immer so ein bisschen die Top 3 Verhalten, gerade bei beiden Teams. Bei Big ist es Tapsen, Syrson, Xantaris, die beide eben die Double Digits haben. Kito und Tizian noch ein bisschen hinten nach. Und bei Sprout ist es eben vor allem gerade DH, Dennis und Snatchy und eben Faven mit seinem Schaden, der das Ganze so ein bisschen am Rollen hält. Also es ist ein sehr ausgeglichenes Scoreboard, was wir hier sehen. Da ist wenig zu sagen über Vorteile bisher. Man hat einen krassen Drücker, der von der ADR her gut mithält und die restlichen auch schöne Frags da rausholen. Und halbzeitverhältnistechnisch ist es ja insgesamt für Sprout sogar von der T-Seite her ausgegangen. Also Sprout hat mit 52,5% T-Seitensieg sogar die bessere T-Seite und Big mit 53,46% die bessere CT-Seite. Also beide auf ihrer besseren Seite. Es kann nur spannend werden. So, dementsprechend Abfahrt, Abfahrt, Abfahrt. Mal gucken, wo es hingeht. Wichtig auch vor allen Dingen, es ist natürlich der Map-Pick von den Sprösslingen, dementsprechend abwarten. Nuke wird natürlich eine super starke Sache. Quick ist da extrem gut unterwegs. Ja, und Kito, der ist noch nicht so gut angekommen auf dem Server. Vielleicht braucht er seine Dual Berettas. Mal schauen, ob er sie auspackt und wie es da weitergeht. Syrson jetzt an der Bank, wird da auch ein bisschen geprefired, aber er steht halt an einem sehr ungewöhnlichen Spot. Und wenn die Smoke fadet, kann er vielleicht zum Hero werden. Mit der AWP da nicht die beste Option. Den ersten kriegt er, den zweiten noch genoscoped, aber da ist Schluss. Und Speedy refragt ihn. Tapsen, oh, der macht halt wieder zwei. Ist das krass. Vorteil von Tapsen, ausgeglichen. So, 2 gegen 2 Situation, Kito nochmal einen weiteren bekommen und das heißt jetzt natürlich hier für Speedy irgendwie diese beiden Spieler zu finden. Jetzt hat er nochmal einen Step gemacht, die Frage ist, ob man das natürlich irgendwie wahrgenommen hat. Insgesamt war er natürlich irgendwie schon lokalisierbar, aber jetzt braucht er natürlich das passende Zeitfenster und Tizian schließt aus. Also was man wirklich sagen muss und das muss ich hervorheben, ist, dass Big eine unfassbar gute Zonenkontrolle hat. Also sie wissen ganz genau, wann sich quasi ein Push lohnt, wann sich auch dementsprechend eine Raumeinnahme wirklich lohnt und das ist etwas, was ich auch gemerkt habe, was sie in ihrem Spiel unfassbar krass optimiert haben. Ja, und hier sehen wir jetzt Speedy eben, der genau das versucht, irgendwie mit ein bisschen Glück auszunutzen, dass er jetzt auf A kommt, während eben das Ausschließen von Kito beschäftigt ist und er hat ein super Timing. Speedy ist auf dem Spot, Kito ist weg und er kann die Bombe legen, wenn er schnell ist, ohne dass Kito es direkt verhindern kann. So, schauen wir mal, wo es hingeht. Wird erstmal noch weiterhin natürlich hier der Raum für sich erschlossen. Speedy sucht, sieht keinen einzigen Spieler. Weiß nicht, wo sich die Akteure befinden. Und jetzt muss er natürlich auf den Spot. Und da hat natürlich jetzt Kito schon wieder den Rückweg eingeschlagen. Ah, es könnte schwierig werden für Speedy. Ja, unmöglich. Ja, wird gesehen werden. Der Fuß ist da zu sehen. Er kriegt den Bombplant noch durch. Das ist sogar sehr gut. Jetzt ein 1 gegen 2 mit 13 AP. Unglaublich schwer. Und Kito macht smart. Er wartet ab. Er wartet ab, bis sein Mate da ist, damit die zu zweit auch auf den Spot gehen können. Ist er noch hingelaufen, um die Lampenflash zu werfen. Die hat Speedy jetzt aber nicht wirklich gestört. Den ersten sieht er auch gut. Speedy mit dem 1 gegen 1 gegen Tizian. Der hat aber immer noch viel mehr HP und Speedy müsste sofort ins Gesicht drücken. Schafft es leider nicht, Tizian mit dem 11 zu 10. Ja, du hast gerade gesagt, Kito macht smart. Speedy fand ich sogar fast noch smarter, wie er da wirklich nochmal in Sandwich reingegangen ist. Die Flashbang hätte natürlich entweder zwei Optionen gehabt, dass er mit der Flash wieder zurück auf den Spot muss oder letztendlich dann halt in Sandwich. Er hat sich dann dementsprechend für Sandwich sofort sehr früh entschieden und das hätte wirklich eine Runde werden können. Aber am Ende wichtig für Big, dass sie hier den Elfenzähler mitnehmen. Und Tapsen, der ist heute richtig strong, ey. Ja, der macht eine ganze Menge. So, Schmick-Sniper Syrson holds the 4th best rating on Mirage 1.25 in the last 3 months of top 20 teams. Und es ist einfach. Also Syrson ist auch einfach einer der, wenn nicht die beste AWP, die wir momentan haben. Also das ist so krass, wie viel er manchmal an Value aus den Siegen von Big auch mitnimmt. Wie viel er daran schuld ist, dass Big ab und zu die Comebacks überhaupt möglich machen kann. Also er ist schon ein extrem wichtiger Spieler. So, Smog jetzt auf jeden Fall ins Window. Dennis ist da, kann Syrson schon rausnehmen. Und gerade genau dieser angesprochen hat natürlich einen riesen Impact. Und wenn der fehlt in der Runde, kann das natürlich schon mal direkt in eine andere Richtung sich bewegen. Aber es ist eine Teamleistung und auch die Sprösslinge zeigen gerade, dass die hier als Team wirklich gut aufstehen. Das Bootcamp hat scheinbar gefruchtet. Und jetzt heißt es hier, diese Überzahlsituation irgendwie mitzunehmen. Der Spot wird erschlossen von Xantaris und Kito. Ah, Kito Nummer 1, Kito Nummer 2, perfekter Winkel jetzt gegen beide, jetzt nochmal Richtung Rampe, auch den Schuss hat er gehört, aber da ist Snatchy und macht das Ding erstmal weg, DH, die Smoke hilft ihm sogar eher, die da geworfen wurde von Tapsen, jetzt bin ich von Xantaris, Entschuldigung, jetzt bin ich gespannt, was er daraus machen kann. So, und dementsprechend Snatchy, Tizian rausgenommen, jetzt heißt Xantaris hier natürlich aus der Position irgendwie
einen Vorteil zu erspielen, aber die Smoke war wichtig. Wertvoll, schön auf den Bombenklettern, der nutzt das Ganze sogar, bricht es nochmal ab und damit weiß natürlich auch Xantaris, dass er höchstwahrscheinlich getroffen hat mit seinen Shots. Und Tapsen holt ihn raus. Letzten Move Xantaris, 1 gegen 2. Trotzdem, der Überzahl ist da für Sprout. Also Xantaris müsste jetzt einen kranken Klatsch nochmal rausziehen. Er muss beide irgendwie isolieren. Schafft es nicht. Faven ist da und trifft auch zum 11 zu 11. Der Ausgleich ist wieder da. Das schnuppert auch schon so ein bisschen wieder nach einem richtig, richtig knappen Ding. 11, 11, 22 Runden. Und ganz ehrlich, ich habe Big weiter vorne gesehen. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass das deutlichere Rundenverhältnisse annimmt, als es hier gerade der Fall ist. Sprout auf dem eigenen Map-Pick bärenstark. Ja, mega. Also ich denke, das Bootcamp hat sich da wirklich sehr, sehr gelohnt und vor allen Dingen ist auch der Faktor, man konnte sich natürlich dann auch gut auf den Gegner vorbereiten. Big ja vor allen Dingen momentan durch diese ganzen internationalen Turniere gibt es natürlich extrem viel Material von ihnen, worauf man sich einstellen kann und dann kannst du natürlich auch so eine Handschrift lesen. Ne? Und jetzt heißt es hier irgendwie das Ganze für Big da mal rumzudrehen, dass sie da so ein bisschen Kontrolle bekommen. Hier hat man den ersten Spieler schon verloren, dreimal Deagle ist noch am Start, Tabs hat sogar noch eine vierte mit der Scout und jetzt geht's los. Ja, jetzt bin ich gespannt, was man da wieder mit den Pistols und der Scout anrichten kann. Da ist ja auch so ein Sur, so ein Special, der Scout, die da extrem schnell, extrem viel kaputt machen kann, weil sie halt eine One-Shot-Waffe im Gesicht ist, genauso wie die Deagle. Auf die Scout ist Verlass und Tapsen, da ist er, da ist er, da ist die Nummer 1 gegen Dennis. 3 gegen 4. Jetzt hier Snatchy, zack, Tapsen mit dem Nächsten. Auf einmal hat man hier eine 3 gegen 3 Situation, aber Snatchy passt nochmal auf. Wow. Jetzt der Kurzspieler, das war wichtig von Snatchy. Und der könnte hier fast sogar noch den Nächsten mitnehmen, aber Kito sagt, njet. Das war close, da hätte er jetzt fast hier mit gefühlt 480 Grad Drehungen 3 Frags rausgeholt. Aber Faven macht's dann. Faven macht's dann, lässt nicht viel zu. 12. Runde. Es war aber von Big, glaube ich, trotzdem in Ordnung, was sie hier gezeigt haben. Dass sie hier 3 Leute mitgenommen haben und den Bombplan verhindern konnten. Es geht schlechter, aber jetzt die Doppel-Eco, die ist halt mies. Da ist die CD-Seite sehr gnadenlos. Wenn du nicht auf dein Geld achtest, musst du damit rechnen, 2 Runden in Folge zu verlieren. Und der Moment ist jetzt gekommen und Sprout mit dem nächsten taktischen Timeout. Ja, also trotzdem, für Big natürlich jetzt gerade eine schwierige, da kommt der Kölner raus, liebe Freunde. Eine schwierige Ausgangslage. Also Sprout ist hier gerade wach, die sind da. Und es geht hier nicht einfach irgendwie, weiß ich nicht, um eine nationale Liga oder sonstiges, sondern hier geht es um die ESL One Cologne. Und hier geht es darum, natürlich weiterhin im Upper Bracket zu bleiben, um dort natürlich eine bessere Ausgangslage für das weitere Turnier zu haben. Denn hier schon den ersten Patzer natürlich hinzulegen, das ist eine richtig böse Kiste. Bin sehr, sehr gespannt. Sehr, sehr gespannt. Potenziell übrigens können Big und Sprout gegen OG oder NiP antreten, denn das läuft parallel auch auf dem Mainfeed. Ninjas in Pyjamas gegen OG. OG hat man ja zuletzt schlagen können mit einem 2-1, war sehr knapp. Aber da ist Potenzial da. Deine Mini-Prediction, OG NiP, wer gewinnt das Best of 3? Boah. Kommt drauf an, wie NiP aus dem Player Break rauskommt. Ich denke, wenn NiP sich gut vorbereitet hat, dann können die es locker machen. Ich bin auch für NiP 2-1. Aber schreibt uns gerne auch in den Chat oder schaut live vorbei. Squad Stream 99 Damage 2. Und jetzt gegen die Mitte die paar Pistols von Big. Mal schauen, wie viel Schaden sie machen können. Gigantisch gute Flash, aber Speedy lässt sich da trotzdem nicht rausnehmen. Noch eine Flash, die er aber dodgen kann. Dieses Mal reicht's nicht gegen Syrson. Eine AK liegt da rum. Da darf jetzt niemand rankommen, aber Snatchy hat's schon auf den Blick. So, dementsprechend jetzt Syrson nach vorne, zack, aber nein, Syrson wird rausgenommen, schafft es nicht, das Timing dazu nutzen für sich. Titian und Kito, beide mit der USP, dass sie hier diese Runde niemals holen werden, sollte selbsterklärend sein. Es sei denn, man bekommt jetzt hier vielleicht nochmal eine Waffe mit, aber Faven, ja, das hat sich eindrucksvoll angehört, ne? Das war auf jeden Fall eine schöne Schelle irgendwo rein und Kito hat eine AWP, aber 50 Sekunden. Oh, gut. Ja, jetzt 45, ja, die kriegt er auf jeden Fall mit. Rock ist super, kannst du natürlich, aber Dennis ist natürlich ein kluger Mann. Der weiß ganz genau, dass hier natürlich vielleicht die Waffe durchgebracht werden könnte. Und Kito weiß, dass genau das gewissen worden weiß wurde. Aber Dennis ist halt hier die Weißwurst und macht Kito erstmal fertig. Großartig. Das einmal zum Diktat und dann abschreiben. Wunderbar. Also, Agent Wolf hat gefragt, werdet ihr wieder bloß die Hälfte der Spiele übertragen oder werden alle gezeigt, nachdem das Ganze online ausgetragen wird und aufgrund der Ping-Probleme bei internationalem Counter-Strike wird die ESL One Cologne regionsabhängig gespielt. Es wird also auch wieder Nordamerika, Ozeanien, CIS und so weiter geben. Das bedeutet, dass wir uns auf die europäische Version der ESL One Cologne fokussieren werden und auch nur den Europa-Part euch zeigen können. Schön ausgedrückt. Also, um es zu beantworten, ja. Ja.
Also nein, eigentlich nicht. Wir zeigen nicht alle Spiele. Wir zeigen nur Europa. Ach so, nein. Nein. So, der Faven und DH schon wieder. Was ist denn da los, Alter? Auf jeden Fall rasten die gerade richtig aus. Können hier Big ordentlich ärgern. DH mit dem Nächsten. Und auf einmal ist es nur noch Dubson. Alleine gegen 4. Boah, wie krass, ey. Und das war eine Full-By-Runde für Big. Da wollten sie deutlich mehr rausholen. 4 gegen 1, Dubson mit 11 AP. Also man traut ihm ja viel zu, aber das ist ein sehr, sehr schwerer Klatsch. Auch wenn einige oder eigentlich alle Spieler schon gut Schaden kassiert haben, muss er da perfekte Timings haben und erwischen. Und dann macht Dennis das Ding bereits zu, ohne dass noch ein einziger fällt. Super gut für Sprout, um das Geld noch besser zu haben. Wir haben jetzt 7.000 im Schnitt bei den Spielern oder 6.000, während Big ein weiteres Mal sparen muss. Und sie müssen jetzt überlegen, sparen wir und überlassen Sprout die Overtime oder gehen sie auf den riskanteren Force? So, das ist aber auch mal eine Ratsche wert, oder? Ja. Also, nochmal Timeouts. Sprout hat irgendwie so eine neue Meta, was Timeouts angeht. Einfach immer dann Timeouts ziehen, wenn sie eine Runde gewinnen. So, und Tubson immer noch auf 142er ADR, Junge. Der Typ ist ja, die haben komplett Schaum vom Mund, ey. Den haben sie hundertprozentig irgendwo in einem Tollwutgebiet rausgelassen. Und auch auf gegenüberliegender Seite Faven. Immer noch nicht hier. Immer noch der mit dem viertwenigsten Frags. Aber trotzdem 120er ADA, der Typ ist auch immer wild. Ja, trifft einfach. 12 Assists bei Speedy ist aber auch krass. Also 12 Assists. Nee, das ist ganz normal. Also holy moly. 13 Frags und 12 Assists und weniger ADA als Faven. Jetzt habe ich alles gesehen. What das ist Support-Spieler, ne? Sagt man immer so. Locker irgendwie Sona oder so rausgepackt. Easy. Jetzt kommen die League of Legends Fachbegriffe. Jetzt bin ich begeistert. Ja, einfach mal irgendwie ein einfach mal ein Champion. Genannt. Ist sogar ein Supporter. Aber ich bin sehr stolz. Das weiß ich. Soraka und Sona, ja. Das waren so die einzigen, die ich früher gespielt habe. Oder Alistar oder so. Jetzt kommt alles raus. So, Big mit den Pistols. Ganz alleine auf weiter Flur. Wenn Sprout die Runde einigermaßen normal spielt und jetzt nichts Blödes passiert, ist das die sichere 15. Oh, Faven kriegt so viel Schaden über die Mitte. Na, Tubson erstmal schön auch wieder eine HE-Granate unter die Patella gezimmert. Speedy bekommt Xantar, Speedy bekommt Kito und auf einmal bekommt man hier diese Runde wahrscheinlich relativ kostenfrei und gratis. Und das ist für Big natürlich beschissen. Die haben einfach keine Kohle. Und die müssen jetzt gleich mit einem 15 zu 11 alle Runden holen, um sich in die Overtime zu sichern. Ist das krass? Sprout macht hier eine Wahnsinnspartie und holt sich Mirage wirklich auf ein super, super gutes Standing. Jetzt ist es noch ein winziges bisschen, um diese Map abzuschließen, aber ein Big ist in solchen Momenten einfach unglaublich. Die werden unter Druck, werden die nochmal doppelt so stark. Also bin ich gespannt, wie dieses 15-11, und da bin ich mir jetzt sicher, dass dieses 15-11 kommt, wie sie daraus sich nochmal zurückholen können. Und 4 Runden ist machbar. Da hast du ein bisschen dieser Ends-Effekt. Sie brauchen echt erstmal so den Druck, damit sie dann wirklich komplett nochmal eskalieren. Aber ein 15-11 ist halt super schwer. Ne? Und Sprout ist einfach gerade, das sind keine gelackten Runden, die sie hier machen, sondern es hat Hand und Fuß. Sie sind sehr koordiniert. Sie können hier wunderbar das Ding machen. Speedy mit dem Nächsten. Und damit könnte Sprout hier wirklich diese erste Map sichern gegen die Big Boys. Ah, und Grüße gehen raus an das Yeti, der hier den Prime-Sub raushaut. Lieben Dank an den guten Tim. Der werte Herr ist hier natürlich auch mit am Start. Super lieb, ey. Ja, ratsche mal so, für alle, die Sub. Und Hetschinski natürlich, ne? Hetschinski dürfen wir auch nicht vergessen. Jawohl, also alle, die uns unterstützen, vielen lieben Dank. Wir können euch nicht alle namentlich nennen im Cast, aber ihr seid natürlich in unserem Herzen und in unserer Ratsche. Vielen lieben Dank für den Support. Ach ja, das ist ja ESL. Ach, never mind. Also das nehme ich zurück natürlich. Was? Okay. Nee, wir sollten. Nee, es ist der richtige Channel, aber egal. Ich habe mich jetzt. Ach, scheißegal. Es ist so. Der richtige Channel. Ja, alles gut. Nur wie du schon gesagt hast, wir können nicht jeden nennen. Das wäre too much of the guten. Und jetzt bin ich gespannt. Das ist jetzt die Runde, die es entscheiden könnte. 3 gegen 3 auf dem A-Spot. Wenn man da den Zugriff so startet, jetzt bin ich gespannt auch, was Snatchy und DH da machen, inwieweit sie da jetzt den Fake anziehen können. Boah, wie viele Granaten da fliegen auf der Minimap. 4 Flashes, 2 Smokes und jetzt kommt der Zugriff in Richtung A. Kito wird geholt. 1 für 1. So, dann auf jeden Fall noch mit den nächsten weiteren Frags. Tubson, Xantaris und Sio sind die letzten Überlebenden. Xantaris bekommt einen raus, Snatchy aber trotzdem mit der passenden Antwort. Jetzt geht man hier durch die Smoke. Das könnte Faven hier finden. Faven nimmt immer Sio mit und dann ist es nur alleine gegen 3. Einen nimmt er nochmal, den zweiten nimmt er auch nochmal. Das gibt's doch gar nicht. Wie kann Tubson denn jetzt diese Runde nochmal safe halten hier? Wahnsinn, er dreht sich einfach um, hat nochmal Tetris und die Side geklärt. Und jetzt One-on-One. 44 Sekunden. Man weiß, Snatchy war vor B, das hat man in Granaten auf jeden Fall noch sehen können. Snatchy auch mit einer AWP, was eine schlechte Waffe für den Klatsch ist. Er hat die Pistole in der Hand, er wird angesagt bekommen, dass Tubson auf jeden Fall Hits hat. Und jetzt ist es das alles entscheidende 1v1. Kann Snatchy hier und jetzt diese erste Map schließen?
Ja, das ist die große Frage. Es wird natürlich jetzt wirklich eine ganz klare Timing-Geschichte. Und ob man da jetzt mit rechnet, dass Tapsen an der Ecke ist. Und dann ist Tapsen genau in dem richtigen Zeitpunkt. Aimt er runter, bekommt Snatchy bestraft. 12. Zähler für Big. Und das ist wieder so diese typische Big-Mentalität. Man kriegt die einfach nicht um, ne? Ja. Die Knochenriegel plus Big in gefährlicher Situation ist gleich unbesiegbar. Aber wirklich krasses Match schon zur Eröffnung mit 6500 Viewern knapp am Start. Tatsächlich sehr, sehr stark, wie ihr hier dabei seid. Aber du hast es gesagt, das ist das Match der Matches in diesem Jahr. Das muss man einfach schauen. Sagt allen Bescheid, die vielleicht verschlafen haben oder es nicht mitbekommen haben. Sagt ihnen Bescheid, wenn ihr deutsches Counter-Strike liebt, dann müsst ihr jetzt einschalten. Mal Bombe hinten liegen lassen. Zwei über Mitte, zwei über Underground. Bin ich sehr gespannt, was man aus der Mitte raus eskalieren kann oder ob da jetzt wirklich der Zugriff möglich ist. Da Tapsen wieder mal mit dem ersten, der hält hier gerade wirklich dieses Spiel komplett am Rennen. Das gibt's gar nicht. Snatchy jetzt nochmal mit dem Connector. Boah, gegen Rawson so ein Ding wegzunehmen ist auf jeden Fall nicht leicht. Aber Snatchy spielt hier auch wirklich eine fantastische AWP. 27-1-17 Stats, also der hat so unglaublich viel Impact hier in diesem Spiel. Und Kito, was unglaubliche Timing-Pech. Ultra-Timing-Pech. Ultra-Timing-Pech! Oh, da Tapsen, nein! Er holt zwei Shots aus der AWP raus und trifft keinen davon. Und das ist jetzt die bittere Situation im 2 gegen 4 mit den schwächsten Waffen. MP9 und Farmers. Faven hat einen gesehen, kann ihn ansagen. Wahnsinn. Speedy, das war's. Wahnsinn, Alter. Und dann holt Sprout die Heißzeit, das 16:12, ey. Wirklich, ey, Glückwunsch, 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 ey. Die damit den Weltrang ersten schlagen können. Also wirklich unglaublich krass, unglaublich krass. Was die hier schaffen, hier hinsetzen. Hammer! Hammer, wirklich, Sprout, Wahnsinn. Das ist das, was wir sehen wollen. Ein knappes deutsches Battle, 16:12. Das war eine starke Performance von beiden. Wir sehen hier nochmal die Highlights. Aber am Ende reicht es nicht für den Big Clan, um die erste Map zu schließen.